Hier geht ein Schokobrötchen nach dem anderen über die Theke. Im Pausenkiosk des Goethe-Gymnasiums in Germersheim hat der Achtklässler Florian alles im Griff. Ich gucke meistens, dass Getränke da sind, dass alles aufgefüllt ist, dass die Dienste auch wirklich gemacht werden, weil oft einfach einer dann draußen rumsteht und sich denkt, ja, heute mache ich dann nichts. Aber nicht mit Florian. Das neu eröffnete Kiosk soll schließlich ein voller Erfolg werden. So hat er alles unter Kontrolle. Anfang des Jahres ging der eigentliche Kioskbetreiber, der Hausmeister, in Rente, also musste ein Ersatz her. Wir haben halt schon sehr schnell gemerkt, dass viele Kinder ohne Essen in die Schule kommen, nichts von zu Hause mitbringen und es für sie letztendlich ganz, ganz wichtig ist, dass sie über den Tag auch etwas essen und dass wir ihnen das anbieten müssen. So entstand die Idee, nicht nur irgendeinen neuen Kioskbetreiber einzustellen, sondern eine Schüler-AG daraus zu machen. Und zwar mit richtigen Dienstplänen. Es gibt natürlich einen regulären Dienst. Ich habe jetzt zum Beispiel eigentlich morgen in der ersten Pause Dienst. Aber wenn dann jetzt heute zum Beispiel sind zwei ausgefallen und dann springe ich einfach mal ein. Anfang des Jahres war das Projekt in der Testphase. In diesem Schuljahr gibt es den Startschuss. Im Kiosk engagieren sich die Kinder gleichzeitig für das Gemeinwohl ihrer Mitschüler und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Im Alltag wollten wir den Kiosk so gestalten, dass es möglichst wenig Hilfe von außen gibt, damit die Schüler auch das Gefühl haben, wir machen alles alleine. Wir kriegen das hin, wir können das stemmen und nehmen das dann auch als ein Erfolgserlebnis mit. Das war uns wichtig. Das Gesamtkonzept und den moralischen Leitfaden des Kiosk, all das haben sich die Schüler selbst überlegt. Von den Schülern selbst kam, sie wollen etwas Gesundes, etwas Regionales. Und deshalb beziehen wir unsere Backwaren von einem regionalen Bäcker. In Plastik verpackte Schokoriegel sind hier außerdem tabu. Wir haben uns dafür entschieden, diese ganzen Süßigkeiten wie Mars, Snickers und so weiter einfach zu verbannen aus dem Kiosk. Es gibt nur an verpackter Ware Cornis oder Studentenfutter, weil manche Schüler sich was für den Nachmittag zum Beispiel kaufen wollen. Von den ersten Einnahmen wurden die weißen Team-Shirts gekauft. Der zukünftige Gewinn soll in erster Linie in die Schulgemeinschaft investiert werden.